Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein leckeres veganes Rezept für euch und zwar für eine vegane Kürbislasagne. Wir benötigen dafür einen Hokkaido-Kürbis, einen ja, kleinen, mittleren würde ich mal sagen. Meiner hat jetzt 1100 Gramm, den habe ich gewogen, natürlich mit Schale. Dann geht es weiter mit einer großen roten Zwiebel, 300 Gramm Babyspinat. Ich habe den jetzt tiefgekühlt, ihr könnt den aber auch frisch verwenden, genau, also frische Blätter, Spinat. So wie 200 Gramm Margarine, etwas Olivenöl, 700 Gramm passierte Tomaten, einen Esslöffel Agavensirup und einen Esslöffel Tomatenmark, 200 Gramm Cashewkerne, ungeröstet unbedingt. Und genau, bei mir ist das jetzt eine Packung, 200 Gramm. Und dazu benötigen wir noch 200 Milliliter Leitungswasser. Außerdem natürlich ganz wichtig für die Lasagne, Lasagneblätter, je nachdem wie groß eure Auflaufform ist, da müsst ihr schauen. 2 Esslöffel italienische Kräutermischung und 4 Esslöffel Hefeflocken. Dann geht es weiter mit 2 Teelöffel scharfem Senf. Und jetzt kommen wir noch zu den Gewürzen. Das wäre Salz und Pfeffer. Eine Prise gemahlener Kreuzkümmel, eine Prise Muskatnuss und eine Prise gemahlener Kurkuma. Genau, ich glaube, das wären jetzt alle Zutaten. Ansonsten, genau, unten schreibe ich euch die ganzen Angaben in die Infobox. Ja, und dann würde ich sagen, können wir beginnen. Zuallererst habe ich meinen Hokkaido-Kürbis gewaschen. Die Schale können wir nämlich dran lassen, die ist essbar. Genau, dann habe ich die Enden oben und unten abgeschnitten. Einmal komplett halbiert und jetzt werde ich mit einem Löffel, also das Innere, das ganze Kerngehäuse, komplett entfernen. Genau. Und dann sehen wir uns gleich zurück. Das Innere habe ich jetzt komplett ausgeschabt mit dem Löffel. Das geht ja, recht einfach. Und jetzt schneiden wir das Ganze so in 2 cm, ja, 1 bis 2 cm große Stücke. Also ich mache das jetzt so, dass ich den hier einmal in Streifen schneide und dann nochmal in der Richtung eben und ja, einfach, dass es kleine Stücke sind. Das Ganze geht nämlich dann in den Mixer, dann wird das genau klein gehäckselt, sage ich mal. Die erste Hälfte von meinem Kürbis habe ich jetzt ja, klein geschnitten. Jetzt habe ich hier meinen Mixer und gebe schon mal die Hälfte hier rein und ja, mixe das Ganze. Also einfach schön klein zacken, ja, bis es eben eine Kürbismasse ist. Und dann können wir auch gleich den zweiten ebenfalls noch reingeben. Je nachdem, wie stark euer Mixer ist. Meiner ist nicht so stark. Deswegen mache ich jetzt nur die Hälfte und hole das Ganze gehäckselte, sag ich mal, raus und fülle es in eine Schüssel und gebe dann die zweite Hälfte rein. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Außerdem können wir die rote Zwiebel schon klein würfeln. Und den Blattspinat, wenn ihr frischen Spinat habt, entweder... Also den frischen Spinat waschen und genau, also die Stiele, wenn ihr Babyspinat verwendet, müsst ihr die Stiele ja nicht entfernen. Die ja, kann man ja ganz leicht mitessen, also einfach den Spinat waschen und trocknen beiseite stellen. Ansonsten bei normalen Blattspinat, die dicken Stiele würde ich dann entfernen. Und wenn ihr tiefgekühlten Spinat habt, so wie ich, einfach in einem Topf warm machen und ebenfalls beiseite stellen. Genau, da kann auch ruhig wieder kalt werden, Hauptsache der ist aufgetaut. Klein gehäckselt sieht das Ganze jetzt so aus. Genau, also ja, so sollte die Konsistenz dann sein in etwa. So, die großen Stücke, bei mir ist jetzt hier noch ein großes Stück drin, das mache ich wieder rein. Wie gesagt, ich mache das stückchenweise eben, weil mein Mixer hier nicht ganz so gut ist. Und hier ist auch noch ein größeres, genau. Aber so von der Konsistenz her sollte das dann eben der Fall sein. Jetzt mache ich noch den Rest und genau, dann sehen wir uns zurück. Meine Kürbispaste habe ich beiseite gestellt, die rote Zwiebel klein gewürfelt. Hier habe ich ein Schälchen mit 200 Milliliter lauwarmen Leitungswasser hineingegeben. Da kommen die 200 Gramm Cashewkerne komplett rein. Die können jetzt ein paar Minuten einweichen. Genau, wird auch beiseite gestellt. Dann habe ich einen Topf bereitgestellt. Da gebe ich jetzt etwas Olivenöl hinein und dünste meine rote Zwiebel glasig an. Und danach können wir die Kürbispaste dazugeben. Hier drüben im Topf, wie gesagt, Olivenöl und die Zwiebel andünsten. Parallel in einer Pfanne etwas, also auch ein wenig Olivenöl hineingeben. Dazu einen Esslöffel Tomatenmark dazugeben. Und das Ganze kurz leicht anrösten und ständig im Rühren und beiseite stellen. Zu meinen angedünsteten Zwiebeln gebe ich jetzt die ganze Kürbispaste.
lasse das alles jetzt auch schön einmal anbraten. Ich habe jetzt leider keinen größeren Topf, weil der in Verwendung ist. Deswegen dauert das jetzt wahrscheinlich ein wenig länger. Also schön einmal kurz anbraten von allen Seiten. Ich habe das Ganze jetzt kurz in einen anderen Topf gekippt, da das sonst nicht mehr reingepasst hätte. Und zwar kommen da jetzt die 700 Milliliter passierte Tomaten dazu. Und das angeröstete Tomatenmark, was wir in der Pfanne kurz angeröstet haben. Da könnte ich auch das Öl mit dazugeben, was in der Pfanne mit drin ist. Das Ganze gut verrühren. Und dann würzen wir das noch. Dann müsst ihr das Ganze jetzt abschmecken mit Salz und Pfeffer. Ich stelle das beiseite, da das Ganze nämlich schon fertig ist. So, und zwar einfach Salz und Pfeffer nach Gefühl. So, das können wir gleich noch abschmecken. Einen Esslöffel Agavensirup. Zwei Esslöffel italienische Kräuter und eine kleine Prise gemahlener Kreuzkümmel. Genau, das wären jetzt alle Gewürze. So, eine kleine Prise. Das wären jetzt alle Gewürze für die Soße. Die können wir jetzt beiseite stellen. Wie gesagt, den Spinat, der ist bei mir auch schon fertig. Den habe ich auftauen lassen im Topf, also erhitzt. Und ansonsten nehmt ihr eben die frischen Spinatblätter. Jetzt machen wir noch unseren Käse, sage ich mal, mit den Cashewkernen. Das zeige ich euch jetzt. Für den veganen Käse werden wir unsere eingeweichten 200 Gramm Cashew mit Cashewkerne mit in 200 ml Wasser in einen Mixer geben. Und das Ganze jetzt klein pürieren. Das Ganze sieht jetzt so aus, also flüssig wie eine Milch. Genau. Da geben wir jetzt 4 Esslöffel Hefeflocken hinein. So, 4 Esslöffel. Dazu einen halben Teelöffel Salz. Eine Prise Muskatnuss. Könnt ihr auch eine frische reinreiben. Eine Prise Kurkuma. Und 2 Teelöffel scharfen Senf. Das Ganze mixen wir nochmal. So sieht das Ganze jetzt gemixt aus. Und jetzt habe ich noch 200 Gramm Margarine in einem Topf schmelzen lassen. Und zu den 200 Gramm geschmolzenen Margarine geben wir jetzt unsere Cashew-Füllung. Und das Ganze verrühren wir jetzt so lange, bis eine schöne cremige Konsistenz entsteht. Also so lange rühren, bis es schön cremig ist und dann stellen wir das auch beiseite. Jetzt können wir die Lasagne auch schon schichten. Und zwar gebe ich in meine Form etwas Olivenöl. Ich habe hier nur einen Römertopf und keine Auflaufform, das geht aber genauso, wird nur ein bisschen kleiner. So, und als erste Schicht werden wir von unserer Soße, von unserer Kürbissoße, einmal den Boden bedecken.
Darüber geben wir Lasagneplatten. Ich muss das nur brechen. Jetzt kommt darauf nochmal eine Schicht von der Soße. Weniger, damit das auch reicht. Müssen wir gefühlsmäßig dann machen. Und jetzt darauf kommt eine Spinatschicht. Wie gesagt, wenn ihr frischen Blattspinat habt, dann könnt ihr jetzt den Babyspinat einfach die Blätter schön darauf verteilen. Genau. Ich habe ja den tiefgekühlten Spinat, deswegen gebe ich jetzt eine Schicht von dem Tiefkühlspinat drüber. So, wie gesagt, jetzt kommt der Spinat drüber. Dann mache ich nur so ein paar Kleckse überall. So, und jetzt wieder die Nudelmesser. Und genau in der Reihenfolge machen wir weiter, bis eben alles ja, weg ist. So, wieder die Soße. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Schicht. So. Soße, Spinat. Und nochmal Nudelblätter. So, nach den Nudelblättern kommt jetzt die letzte Soße drauf, die übrige Soße. Und darauf geben wir dann unser Hefeschmelz. So, gut verstreichen. Darauf kommt jetzt der ganze Hefeschmelz, also richtig lecker sieht das aus, cremig. Und dann geht die Lasagne auch schon bei 180 Grad für ungefähr 45 Minuten in den Backofen. Natürlich bei vorgeheizten Backofen. Ihr Lieben, meine Kürbislasagne ist nun fertig. Bei mir war das genau ja, 40, 43 Minuten drin. Wie gesagt, dauert es ungefähr 45 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Genau, sieht wirklich richtig lecker aus. Also schön goldbraun oben mit dem Käseersatz, also dem Hefeschmelz. Und ihr müsst die unbedingt probieren. Es ist zwar sehr viel Aufwand, vor allem mit dem Kürbis, mit dem Pürieren. Wenn ihr aber einen besseren Mixer habt als ich, dann glaube ich, geht das auch alles viel schneller. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn das ausprobiert. Es ist wirklich richtig lecker, mal eine ganz andere Art Lasagne. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, der Link ist in der Infobox. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.